Trump feiert früh seinen Geburtstag in Singapurs Präsidentenpalast, bevor er zu einem Abend mit Briefings vor seinem Date mit Kim in sein Luxushotel zurückkehrt. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika traf am Sonntagabend in Singapur ein, um Gespräche mit Nordkorea zu führen, die den Lauf der Geschichte verändern und ihm, falls erfolgreich, den Friedensnobelpreis einbringen könnten. Trumps Skeptiker sagen, dass der diesjährige Gipfel mit Kim Jong-un als wenig mehr als ein fehlgeleiteter Foto-OP dienen wird. Der Präsident des Milliardärs versicherte Neinsagern am Freitag, er habe mein ganzes Leben lang vorbereitet, um sich mit Kim zu setzen. Er erwartet, dass er in der ersten Minute erfährt, wenn sein Verhandlungspartner die Denuklearisierung ernst nimmt. Die USA und Nordkorea interpretieren diesen Begriff sehr unterschiedlich. Trump sagt, er erwarte den Gipfel in Singapur, der am Dienstagmorgen Ortszeit beginnt, das erste von mehreren Treffen zu sein, die zu einem Deal führen werden. Präsident Donald Trump sagt, dass es Aufregung in der Luft in Singapur gibt, wo er seinen Nachmittag im Präsidentenpalast in Singapur in mehreren Sitzungen und einem Arbeitssessen mit Premierminister Lee Hsien Loong verbrachte. Wie Sie wissen, haben wir morgen ein sehr interessantes Treffen, sagte Trump gegenüber Lee, als sie sich mit Vertretern ihrer beiden Regierungen zum Essen zusammensetzten. Wir haben morgen ein sehr interessantes Treffen, und ich denke, es wird sehr gut funktionieren. Das Treffen mit Lee war der einzige nach außen blickende Punkt auf Trumps Tagesordnung am Vorabend seines Gipfels in Singapur mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un. Ein Treffen in Trumps Hotel mit Botschaftsmitarbeitern war für die Presse geschlossen und nach dem Mittagessen sagte das Weiße Haus, dass es heute keine öffentlichen Auftritte mehr für Trump geben würde. Ein Beamter des Weißen Hauses teilte DailyMail.com mit, dass der Präsident, der nicht im Ausland von der First Lady begleitet wurde, seinen Abend mit den leitenden Angestellten verbringen würde. Trumps weit geöffneter Zeitplan am Montagmorgen ließ dem US-Präsidenten genügend Zeit zum Twittern. Großartig in Singapur zu sein, Aufregung in der Luft, er erklärte. Trump nahm keine Fragen über den Gipfel von der Presse, als er Lee im Präsidentenpalast traf. Die beiden Anführer teilten sich einen kurzen Händedruck und gingen dann zu einem Arbeitssessen hinter den Mitarbeitern, die sie während des zweistündigen Besuchs betreuten. Trump sagte seinem Gastgeber, wir schätzen Ihre Gastfreundschaft, Ihre Professionalität und Ihre Freundschaft. Lee sagte zu ihm am Tisch Dankeschön in den einzigen Bemerkungen, die von Journalisten festgehalten wurden. Ein Tweet des Außenministers von Singapur zeigte später, dass Präsident Trump mit einem Geburtstagskuchen überreicht wurde. Staatssekretär Mike Pompeo und der Stabschef des Weißen Hauses John Kelly applaudierten dem 71-jährigen US-Präsidenten. Wir feiern Geburtstag ein bisschen früh, sagte die Bild-Unterschrift. Trump wird diese Woche am Donnerstag 72 Jahre alt. Zum Abschluss des Mittagessens sagte Pompeo in einem Update, der Präsident und das gesamte US-Team freuen sich auf den morgigen Gipfel. Wir hatten bis heute substanzielle und detaillierte Treffen, auch heute Morgen mit den Nordkoreanern. Ich möchte unseren Gastgebern in Singapur für ihre herzliche Gastfreundschaft bei der Organisation des Gipfels danken. Der Präsident ist gut vorbereitet für die morgige Zusammenarbeit mit Präsident Kim. Die Haltung der USA bleibt klar und unverändert. Anführungszeichen. Der US-Präsident kam gestern zu Gesprächen in Singapur an.
die den Lauf der Geschichte verändern und ihm den Friedensnobelpreis einbringen könnten, wenn er erfolgreich die isolierteste Nation der Welt davon überzeugen könnte, ihr Streben nach den tödlichsten Waffen der Menschheit zu beenden. Nach einer anstrengenden 21-stündigen Reise mit einem Tankstopp auf einer griechischen Insel landete Trump am Sonntagabend auf der Paya Laba Air Base. Er gab eine kurze Welle ab, als er sich abwandte und erzählte Journalisten in der Nähe, dass er sich sehr gut fühlte wegen seines Treffens am Dienstagvormittag mit Kim Jong-un. Nach einem kurzen Gespräch mit Singapurs Regierungsbeamten, die ihn begrüßten, fuhr der US-Präsident dann in seiner Autokolonne davon. Seinen ersten Abend in Singapur in der Privatsphäre seines Zimmers im Shangri-La, dem Luxushotel der US-Delegation, zu beenden. Morgen trifft er sich mit dem Premierminister von Singapur, Lee Hsien Loong, in den Fußstapfen von Kim, der nach seiner Ankunft am Sonntagnachmittag auf einem Flug der Air China mit dem Chef des Gastgeberlandes des Gipfels zusammensaß. Kim ist im St. Regis Hotel nur die Straße von Trump entfernt. Die ausländischen Staatsoberhäupter werden ihren Gipfel an einem dritten Ort, dem Capella Resort, halten, das sich auf 30 Morgen Land südlich der Stadt auf Sentosa Island niedergelassen hat. Wir werden einen großen Erfolg haben, sagte Präsident Trump am Donnerstag auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Vor langer Zeit hätte dies viel leichter und viel weniger gefährlich gelöst werden können. Aber es war nicht. Also werde ich es lösen, und wir werden es schaffen.